So, ihr Lieben, da sind wir wieder und es geht weiter mit Kapitel 5. Und wir sind in Turin angekommen, in der Sacra di San Michele. Und wir sind im Jahr 1508. Niemand da? Too many stairs. I remember, Giacomo, that there were times when I set off for long walks through the steep hills around Milano in search of an inspiration for my painting of the Virgin of the Rocks. Although I was a lot younger at the time. But we are here for something completely different. The abbot of this monastery generously allowed us to visit the library and to study some of the books. My plan is to feign studying them and thus give you some time. In the meantime, you will try to locate the secret part of the library Luca Pacioli told me about. Somewhere in it, there must be the chronicle Ordo Iustitialis. I was told by the abbot that Brother Malachi, who serves within these walls as a librarian, should expect us. Now, go and knock upon the door so he knows we have arrived. Okay. Dann mache ich das doch. Guten Tag. Laudetur Jesu Christus. You must be the honored Messere Leonardo da Vinci. I'm Malachi from Hildesheim. Father Abbot bestowed upon me the duty to show you around the library. Thus I welcome you, and please follow me. Aha. Wer geht jetzt? Okay, ich gehe hinterher. Oh, hübsch. Erinnert mich direkt an die Säulen der Erde. Das war auch ein cooles Spiel. In this scriptorium our transcribers, illuminators and bookbinders work day after day to transcribe and translate the greatest treasures of the Christian world as well as the works of masters of the classical antiquity. My brothers have just gone to their evening prayers. Therefore, you can devote yourselves to the study of the book you chose without any disturbances. The book is ready on the lectern. In case you need me, I will be meditating in our chapel. Wunderbar. Das ist doch nicht die Bibliothek. Should now look for the secret part of the library. Seek anything strange or suspicious. Whatever will catch your eye. Giacomo, we have to work quickly now. Do not worry. If anyone comes, I will divert their attention. You must focus on your task. Understand me? Okay, ich gucke jetzt erstmal hier in mein Buch. Sacra di San Michele, Turin, 1508. Nach einer langen Reise erreichten wir endlich Sacra di San Michele. Leonardo wählte den Titel 10 Bücher über Architektur von Vitruvius und während er vortäuscht, es zu studieren, werde ich versuchen, meinen Weg in den geheimen Teil der Bibliothek zu finden. Der Hauptbibliothekar begleitete uns in das Skriptorium des Klosters. Der Ort ist wirklich ein Wunder. Der große Raum hat mir fast den Atem geraubt und die mysteriöse Atmosphäre war sehr intensiv. Aber wo sollte ich den Eingang zur geheimen Bibliothek finden? Ich glaube, ich könnte den Worten von Luca Pacioli den Hinweis entnehmen, dass der Einzige, der hier Zutritt hat, der Abt des Klosters selbst ist. Okay, mit dem Gerät auf jeden Fall nicht. Kann ich jetzt einfach nur hier überall gucken, oder darf ich hier auch was erwarten?
Da oben ist was. Da oben ist ein Symbol. Ich habe mir es zumindest mal, glaube ich, notiert, weil der hier hat oben kein Symbol, ne? Nee. Auch nicht von der anderen Seite, glaube ich. Okay. Hiermit müssen wir auf jeden Fall nachher auch noch irgendwas machen. Da ist doch was. Ein Schädel haben wir gefunden. Die Frage ist, was müssen wir mit den Engeln machen? Ich lasse sie jetzt erstmal so. So. Da ist auch wieder. Da ist kein Symbol dran. Was haben wir hier? Was gibt es hier zu entdecken? Aber das scheint erstmal nichts zu können. Da fehlt eine Kugel drauf. Aber der passt nämlich genau. Oder passt da der Totenkopf drauf? Doch, tatsächlich. Da fehlt aber was. Okay. Aber wie? Was soll das werden? Dann müsste das ja so sein. Aber das hat nicht hingehauen. Aha. Ah ja. Aber ich glaube, das hat erstmal nichts weiter zu bedeuten. Kedu Nulli. Das ist nur zum Angucken. So, hier hinten geht's noch weiter. Aber auch nichts weiter zum Angucken. So, ich kann aber noch natürlich hier geradeaus. Was haben wir denn hier noch? Okay, da müssen wir auch noch was einstellen. So, da ist auch noch was, da ist nichts mehr. Hier ist auch kein Symbol. Hier ist noch was. Aber da wissen wir erstmal nichts, was es bedeutet. Da kann ich jetzt aktuell nur... Da fehlt ein Stein, okay. Dann haben wir das. Hier haben wir auch noch irgendwas. Da fehlt auch was. Gut. Dann haben wir hier noch. Hier ist doch auch noch was. Hier fehlt noch was, ja. Da komme ich nicht hin. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal überlegen. Hier ist alles zu. Da war jetzt so weiter nichts. Hier ist nochmal dieses Symbol. Noch mal hier gucken. Und hier noch mal irgendwas mit den Engeln machen kann. So viel zu dem Thema, was man mit den Engeln machen kann.
Einmal das. Und dann sind wir gleich da. Eieiei, bisschen mühsam heute. So. Okay. Gegenstand geprägte Scheibe. Wie sieht die aus? Das ist das von dem Bild. Von dem da. Da passt das hin. Okay. Oha. Gut. Teil eines Schildes. Welche Figur vermisst den Teil eines Schildes? Da muss aber noch was kombiniert werden. Hier fehlt mir ja auch was. Hab das. Ach so, ja, genau, so kann ich den. Ja, gut, jetzt habe ich das auch verstanden. Der Stein hat hier hinten gefehlt. Hier in dem Ding. Und, ah ja. Mhm. Wie soll dieser Mechanismus funktionieren? Aha. Immer, nee. Okay, also nochmal die Richtung, die Richtung, die Richtung. Ah, okay. Die Richtung, die, 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 die. Jetzt habe ich es auch gesehen. Okay, kleiner Schild mit Armen. Ist das das für da drauf? Ja. Mhm. So, das kommt da rein, das da rein. So, vollständiger Gegenstand, Schild. So, jetzt müssen wir dann gucken, wo der hinpasst. Da muss ich jetzt vielleicht dahin. Nee, nicht beim Da Vinci. Hier beim Schrank vielleicht. Eher nicht, ne? Wo könnte der passen? Ist hier noch irgendwas? Hier. So. Haben wir das auch schon mal? Okay. Und das, wir machen jetzt da genau was? Okay, ich muss da irgendwie einen Code dann rauskriegen, ne? Weil das ist das Zeichen, was wir an dem Sarg gesehen haben. Nur, wie kommen wir an den Rest der Figuren? Okay, das hat schon mal nichts damit zu tun. Was ist da? Seht ihr das? Jetzt muss ich noch mal gucken. Da ist was. Ach, das war das, was wir da hatten. Also. Wir haben einfach nur hier den Kreis und dieses Symbol. Aber sonst sehen wir hier nichts. Was ist mit... Muss ich mir die anderen Särge vielleicht genauer angucken? Vielleicht finde ich da noch irgendwo eine Kombination. Da! Ach so. I und diese zwei Quadrate. Schreibe ich mir das eigentlich auf? Das habe ich mir aufgeschrieben.
Und dann müsste ich doch eigentlich das hier auch... Genau, das habe ich mir nämlich jetzt auch notiert. Dann gucken wir mal hier weiter bei denen. Ob ich hier noch bei einem was finde. Da unten. So, der nächste bitte. Der hat keine Inschrift. Doch, da oben. So, und dann? Da ist es doch. Dann müssen wir gleich den einen nochmal absuchen. Da habe ich dann bestimmt was übersehen. Der hier. Wobei der... da unten. So. Aber anscheinend fehlt da noch ein bisschen was. Also 1, 2. Stehen noch irgendwo welche? Vielleicht habe ich es hier auch übersehen. Das haben wir doch. Ja. So, und das haben wir auch. Habe ich jetzt noch irgendwas hier übersehen? Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Das hilft mir jetzt im Moment nicht weiter. Da ist ja... Ach, da sind ja noch die anderen beiden. So, das kann ich mal ausziehen. Ich muss nur hier suchen. Da unten. So, und der nächste bitte. Das dürften die beiden fehlenden gewesen sein. Da. So, und jetzt schauen wir uns das mal an. Jetzt habe ich 8 Stück. Kedo Nulli. Ah, okay. Also das und der Dreizack. Okay. Das, der Dreizack. Dann... Das war auf jeden Fall das andere. Das sah jetzt aus wie ein L. Das da. So, und dann... okay. Dann noch... Na, wo ist es? Das. Genau, und dann zweimal das, weil Nulli... Und dann das andere. So. Jawohl. Das hat doch schon mal hervorragend geklappt. Seltsam geformter Schlüssel. Und eine Holzverzierung. Da wissen wir doch jetzt schon, wo wir hin müssen. Und zwar da an das Schränkchen. Nicht zu Da Vinci. An das Schränkchen. Da möchte ich gerne hin. Mhm. Ah ja. Mhm. Woher weiß ich, welches richtig ist? Okay. Mhm. Da muss doch eins geben, wo alle Linien verbunden sind.
das denn funktionieren? Verstanden habe ich den Sinn noch nicht davon. Ist das was, was ich vielleicht, okay, die Tür ist blockiert. Vielleicht komme ich doch schon an den, da dran. Nein. Aber kann es sein, dass es vielleicht was mit dem Buch zu tun hat? Nein. Habe ich diese Form hier schon irgendwo gesehen? Auch nicht. Vielleicht nochmal auf dem Gemälde gucken. Mm-mm. Da findet sich die Form auch nicht wieder. Da ist auch nichts. Ich weiß jetzt nicht, wie das... wie ich das Problem lösen könnte. Dieser seltsam geformte Schlüssel hilft mir das hier unten. Ich muss einen anderen Weg finden. Wo könnte ich die Sachen gesehen haben, die ich brauche? Was ist mit diesem Schlüssel? Der hat einfach nur... Aha, warte mal. Ich habe noch eine Idee. Vielleicht kann man den einfach da drauf setzen. Nee. Kann man auch nicht. Sehe ich hier irgendwas an der Decke, was mir hilft? Irgendein Motiv? Ist hier irgendwas, was mir helfen könnte? Die Bilder sind nicht anklickbar. Sind die Särge? Das nützt mir hier gar nichts. Ich verstehe es auch nicht. Was da das Richtige sein soll. Weil es gibt es ja irgendwie nie vollständig. Jetzt muss ich wirklich mal fragen. Die Kratzer auf der Schranktür in der linken Nische des Skriptoriums unter der Verzierung in der Mitte lassen vermuten, dass man sie bewegen kann. Die Kratzer auf der Schranktür. Ja, das mache ich ja gerade. Ist aber lustig. Nur was ist das Rätsel? Mir kommen halt nichts davon bekannt vor.
Wenn die Verzierung in der Mittelposition ist, zeigen beide Fenster Diagramme mit Teilen von Symbolen, die durch goldene Linien hervorgehoben sind. Was bedeutet das? Genau. Ich habe da eine durchgezogene Linie. Ich habe da eine durchgezogene. Das ist das komplette Symbol. So. Und das ist ein anderes. Das. Ich muss nur mal gucken, das ist auf jeden Fall nicht. Also es ist auf jeden Fall komplett gerahmt, aber es hat nur diese beiden Striche in der Mitte. Das könnte es sein. Das könnte es auch sein. Genau. So, ich muss jetzt nochmal überlegen. Wir haben die Seite, das haben wir, das haben wir, das haben wir auch. Das haben wir. Das haben wir und das haben wir. Dann haben wir den und den. Und den, aber der fehlt. Der eine fehlt. Der eine fehlt. Was soll das denn? Müssen jetzt auch noch spiegelverkehrt sein. Eigentlich müsste es das sein. Aber dann wäre es ja spiegelverkehrt. Also das ist auf jeden Fall so ausgefüllt. Ich gucke jetzt noch mal hier. Der untere ist da, der obere ist da. Der rechte. Der ist komplett, der Würfel muss komplett sein. Das muss der sein. So, und bei dem anderen haben wir jetzt den Teil. Also wir haben einmal komplett drumrum. Das quer. Die beiden, das geht durch. Das ist also dann verbunden. Das ist verbunden, das ist Lücke. Das geht durch. Das ist auch Lücke. Das ist gerade in meiner Vorstellungskraft sehr schwierig für mich. Die zwei.
Ich bin jetzt nochmal bei dem Quadrat. Es ist auf jeden Fall vollständig für mein Verständnis. So, und dann haben wir nochmal hier das. Und das da und das da. Und hier den. Also die beiden sind komplett. Dann haben wir das Dach komplett. Und das ist komplett. Und das hier ist komplett. Aber hier bleibt frei. Das bleibt frei. Das bleibt frei. Das könnte es sein. Nein. Das ist alles ausgefüllt. Das könnte es sein. Weil wir haben nur den nach unten und das. Aha. Okay. Dann passt da jetzt auch der Schlüssel. So. Okay. Wir gehen da mal hin. Okay, also einmal so und einmal so. Okay. So, ihr Lieben, da wir wieder maßlos überzogen haben, wie das bei dem Spiel irgendwie an der Tagesordnung ist, machen wir hier eine kurze Pause und es geht weiter in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.